Okay. Oh, und da kommen auch schon die Ersten. Hallöchen, ihr Lieben. Celine Tepasse, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, Jasmio. Hallo, Vanni. Hallo, Astrid. Hallo. Yilmaz Sumra, hallo, wie schön. Ah. Hier ist mein Schluck. Schön, ich freue mich so sehr. Ich bin richtig aufgeregt. Ah. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich diesem... Aber erstmal, sendet mir mal ein Zeichen, ob ihr mich hören könnt. Ist das von der Soundqualität okay so? Kenny ist auch da, hey! Wie sehr ich diesen Tag herbeigesehnt habe, es mit euch zu teilen. Und jetzt ist er da. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das war heute so aufregend, dass es mich schon richtig erschöpft hat. weil ich ganz nervös war, wie ihr darauf reagiert. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit euch. Man hört dich gut. Danke, Janni. Hallo, Valina Lova. Schön. Schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich heute ganz exklusiv einen Audio-Track veröffentlicht, der sozusagen Una und Senta miteinander verbindet. Senta featuring Una. Aus Una wird Senta, ein neues Kapitel beginnt. Und genau darum geht es. Es ist ein neues Kapitel, was ich gemeinsam mit euch aufschlagen möchte. Und es ist kein Abschied, sondern ein Neuanfang. Und mein Wunsch ist es so sehr, mit diesem Audiokommentar, den ich euch nach dem Live auch nochmal verlinke, euch abzuholen und euch mitzunehmen. Und ich weiß einfach, wie sehr ihr die Musik von Una liebt und fühlt. Und mir war das ein großes Anliegen, dass ihr einfach wisst, dass ihr mir wichtig seid. Und dass mich die Vergangenheit und alles, was war, geprägt hat. Und ich sehr dankbar darüber bin. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Also es hat viel, dass ich Una loslasse und mit Senta weitergehe, hat viel mit meinem Wertesystem zu tun. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor einiger Zeit am Tisch saß, zu Hause und auf... Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Hallo? Hallo, könnt ihr mich sehen? Gott, ich gehe so selten live, dass ich nicht weiß, wie das geht. Okay, da kommen Nachrichten rein. Dass ich zu Hause saß und einfach ehrlich zu mir war, ganz ehrlich. Und da kam ein Gefühl hoch, wo ich gemerkt habe, ich bin rausgewachsen aus dem Musikprojekt Una und ich kann den Erwartungen nicht mehr gerecht werden. Und so ehrlich zu mir zu sein, das tat auch weh, weil ich weiß, wie viel daran hängt. Und ich habe auch wieder mal gemerkt an diesem Punkt, dass ich doch nicht so leicht loslassen kann und ganz viel festhalte. Und bin mit diesem Gefühl eigentlich sozusagen losgegangen und habe einfach geschrieben. Und habe mir Menschen gesucht, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und Songs sind entstanden, die sich so echt und pur und gut und richtig anfühlen, dass ich gemerkt habe auf dem Weg sozusagen, ja, das ist es wert. Das ist wert, dass man das hört. Ich bin es wert. Jeder von uns ist es wert, sozusagen seinem Herzen zu folgen und einfach Impulsen zu folgen auf dem Weg zur Klarheit. Und ich habe lange damit gerungen, den Künstlernamen Una, lasse ich den wirklich los. Und ich bin froh, dass das selbstbestimmt passiert ist, weil ich auch weiß, dass Una für eine Welt stand, die
die, ja, wie gesagt, nicht, die ich nicht mehr erfüllen kann. Der Wunsch ist da bei mir, auf Augenhöhe mit euch zu sein. Pur zu sein, von Mensch zu Mensch sozusagen, mit euch in Austausch zu gehen. Und auch die Realität an sich, ja, die mit Höhen und Tiefen sozusagen, diese zu fühlen, zu lieben und zu feiern. So würde ich das sagen. Es gehört viel Mut dazu. Und es waren die letzten 2 Jahre waren sehr intensiv und das war eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Ach, da hat so viel mit reingespielt. Und jetzt fühlt es sich einfach so gut an und so richtig. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir zusammen dieses neue Chapter öffnen. Und jetzt kann ich es ja droppen. Am 6.5. erscheint mein neuer Song. Und er heißt, was immer es ist. Und wenn ihr in den Audiotrack reinhört, dann könnt ihr vielleicht erahnen, im Hintergrund hört ihr ja diesen Klangteppich, wie das klingen kann. Also das ist sozusagen schon mal so ein Teaser, der da reingeht, der da angekündigt wird und wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Und ja, und jetzt bin ich ganz offen für eure Fragen. Ich habe mir auch schon ein paar aufgeschrieben, die mir vorher gestellt wurden und würde da sehr gerne drauf eingehen. Ja, danke, ich bin gespannt, wie es wird. Nice. Wirklich, ich muss sagen, dieses Feedback von euch, mein Herz pochert gerade ganz, ganz schnell. Und es berührt mich so sehr, dass so tolles Feedback reinkommt. Das macht mich richtig glücklich. Und ich habe auch, das muss ich auch sagen, also Geduld habe ich nochmal ganz neu kennengelernt. Also ich wachse gerade sozusagen über mich hinaus und fühle mich gerade so denn je in meiner Kraft. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Dankeschön. Habt ihr Fragen an mich, ihr Lieben? Wie geht es euch damit? Wie fühlt ihr euch? Was ist für euch noch nicht ganz klar? Was möchtet ihr gerne mehr wissen? Haut es einfach gerne rein und ich versuche alles zu beantworten. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Welche Richtung wird es, sehe ich gerade. Es wird Popmusik, so würde ich das mal nennen. Es wird frische Popmusik mit Texten, die sehr intim sind, die sehr nah sind, aber ich glaube, die einfach greifbarer sind. Und es wird toll. Guck mal, es ist ganz schwierig für mich zu erklären als Center, wie wird die Musik, wenn es aus einem herauskommt. Es wird gut, es wird organischer musikalisch. Es werden Songs sein, die sozusagen auch die kleinen Dinge im Leben feiern. Songs, die politischer sind. Und ab morgen poste ich den ersten Teaser, den ersten Ausschnitt aus dem Video, welches ich alles auch selbstbestimmt alles gedreht habe und gemacht habe. Ich habe mir ein komplettes neues Team aufgebaut, die mir sozusagen den Rücken stärken, mit denen ich jetzt voranschreite und alle aus mir heraus, wie sagt man das denn, ja, mit Menschen zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, die sehen mich und ich sehe sie. Und das ist ein schönes Gefühl. Politisch bedeutet, fragt gerade Mella Becky, politisch bedeutet für mich sozusagen, Themen aufzugreifen oder Themen anzusprechen, die mir wichtig sind, wo man Verantwortung für tragen kann. Politisch heißt für mich auch über
auch über Mutter Natur zu singen, das ist für mich auch was Politisches, das ist eine Aussage, das ist sozusagen ein Sprachrohr oder über das Thema Frau sein oder Mutter sein und genau, so fühle ich das. Arbeitest du noch mit Santiano zusammen? Nee, mit Santiano arbeite ich, also ich bin in Kontakt immer mal wieder mit den lieben Männern, aber ich arbeite für die neuen Songs nicht mit Santiano zusammen. Genau, die Songs werden auf Deutsch sein und am 6.5. kommt sozusagen die erste Single, was immer es ist. Und dann werde ich relativ zeitig hintereinander ganz viele Songs veröffentlichen. Ihr könnt euch auf was freuen, sodass dann auf jeden Fall auch ein Album kommt. Wann genau, das werdet ihr alles erfahren. Und ich werde auf Deutsch singen. Ich habe aber auch eine Frage hier gehabt, die hat mir jemand gestellt. Singst du auch mal auf Bulgarisch? Ich habe ja vor 2 Jahren, war das glaube ich, bei dem Stefan Raab ESC eine Passage sozusagen auf Bulgarisch gesungen. Und ich habe jetzt auch in den letzten 2 Jahren mit meiner Mutter auch geschrieben und einen Song nur auf Bulgarisch. Mal schauen, der mit aufs Album kommt. Das hat sich aber richtig gut angefühlt. Dann habe ich hier noch, hallo Senta, egal in welche Musikrichtung es geht. Oh, wie schön. Danke, Valerie. Das ist das Tolle. Ich habe, bevor ich jetzt heute live bin, bevor das heute geteilt wurde, habe ich vor 2 Wochen mit meinem lieben Fanclub geskypt. Und da war ich so aufgeregt, das weiß ich noch, und habe sie sozusagen mit ins Boot geholt als allererste, weil ihr einfach die Besten seid und mich schon so lange begleitet und unterstützt. Und das war auch so ein wertschätzendes Gespräch, wo ich nur so dachte, wow, was da zurückkam an Feedback, was mir auch zu Tränen gerührt hat. Real. Ich hoffe, dass das jetzt wieder hier float. Ich hoffe, dass das jetzt wieder hier float. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Tut mir voll leid, aber... Hallo, ihr Lieben. So, das war irgendwie weg. Ich bin eigentlich hier im WLAN, deshalb wundert mich das total, dass die Verbindung nicht so gut war. Schön, dass ihr jetzt alle wieder reintrudelt.
Ja, entschuldigt. Schade, dass es gestockt hat. Schön, hallo. Hallo, ihr Lieben. Es klappt wieder. Komisch, hab volles WLAN eigentlich. Bin wieder drin. Schön, hallo. Hallo, Kinotante. Guter Name. Valena, Lovers, Travey. Wieder da, Janina. Wie schön. Genau, und eine Frage war nämlich noch, oder mehrere Fragen. Ihr könnt auch immer hier noch reinschreiben. Wer hat dich auf dem Weg begleitet und gibt es sowas wie ein Abschied? Auf dem Weg begleitet hat mich meine Familie, ganz enge Freunde, ein paar, die auch heute hier mit drin sind. Und vor allem einen Namen nenne ich Carsten, der hat mich, Carsten, der ist mein Manager und der hat mich auf diesem Weg begleitet und hat Impulse gesendet, die so Gold wert waren und war so unterstützend und ist das immer noch. Also da sind Räume aufgegangen, wo ich mich so sicher gefühlt habe. Auch wenn ich manchmal gezweifelt habe oder nicht wusste, wohin es geht, weil ich einfach keinen Plan hatte. Aber da kam immer tolles Feedback und ein absoluter Halt. Also das ist großartig. Schöne Grüße aus Flensburg. Danke, San. Schöne Grüße zurück. Warum rot, haben welche gefragt. Warum rot? Rot. Und das fand ich so spannend. Ich habe ein Farbenbuch. Das finde ich total toll. Und dieses Farbenbuch, das beschreibt sozusagen verschiedene Epochen von Farben, was sie mit Menschen gemacht haben, wie wir das in der Sprache genutzt haben. Und Rot ist sozusagen die erste Farbe, die der Mensch einen Namen gegeben hat. Und es steht für mich, für Lebenskraft, es steht für Liebe, es steht aber auch für Blut. Und ich habe das einfach gefühlt und dachte, ja. Rot. Konzerte, genau, das will ich euch auch noch sagen. Also mich zu trauen, jetzt diesen Schleier des Schutzes auch, also mit diesem Künstlernamen loszulassen und dahinter mich zu zeigen. Ich meine, Una ist nicht separat von mir. Una ist immer ein Teil von mir und das weiß ich einfach. Aber Senta ist noch mehr. Die Songs, die auch ich geschrieben habe in der Zeit, die werde ich mitnehmen auf Konzerte. Also die werden sicherlich vielleicht ein bisschen umarrangiert sein, aber ich werde sie mitnehmen. Also ich will das nicht, und das ist mir ganz wichtig, auch mit dem Audiokommentar, der heute rausgegangen ist, der Senta und Una verbindet, das soll ein fließender Übergang sein. Das soll kein harter Cut sein, sondern ich ehre die Vergangenheit. Genau. Habt ihr noch Fragen? Wie geht's euch damit? Wie fühlt ihr euch? Was macht das mit euch? Was wünscht ihr euch? Schön. Ich trinke übrigens gerade selbst, das ist jetzt schon ein bisschen, steht schon ein bisschen länger, selbstgebrautes Bier. Ich braue Bier mit meinem Mann. ja. Genau, liebe Leonie, es werden auch noch sicherlich alte Songs gespielt. Die Musik geht in Richtung Pop. Ich werde frischer, neuer Pop, der sozusagen greifbare Texte in sich hat. Wer den Audiokommentar gehört hat, kann im Hintergrund in diesem Klangteppich sozusagen schon erahnen, wie der Song klingen kann. Nämlich mein neuer Song, der erscheint am 6.5. Und ihr könnt nämlich auch morgen, könnt ihr den nämlich pre-saven, damit ihr nichts verpasst. Und ein Album wird auch kommen. Und Dankeschön, Nadja Marie.
Dankeschön. Oh, das ist so schön, das zu lesen. Gibst du eine kleine Kostprobe? Morgen. Morgen teile ich mit euch den ersten Ausschnitt vom Video, vom neuen Song. Der Song heißt Was immer es ist. Und es soll ein Song sein. Und das wünsche ich mir so sehr, dass ihr in den neuen Songs und im neuen Song euch weiterhin gesehen und gehört fühlt. Geht es um, ja, es geht um um Päckchen, die jeder von uns trägt, sozusagen als Mensch. Und dass man selbst in den dunkelsten Stunden, wenn man sich ganz alleine fühlt, dass man nicht alleine ist und dass es viele Menschen dort draußen gibt, die da sind, die das vielleicht nicht das Gleiche, aber das Gefühl erahnen können, fühlen können, zu wissen, dass man nicht allein ist. Ich glaube ja auch an kollektives Bewusstsein und ich finde das ganz spannend, immer wenn ich solche Momente hatte. Und dann habe ich mich damit verbunden und dann habe ich einfach gespürt, ja, ich bin nicht allein. So ist der Song übrigens auch entstanden, aber da werde ich euch bald mehr zu erzählen. Genau, was haben wir hier noch für Fragen? Genau, Konzerte, also ich auch centermusic.de, meine Website, die ist jetzt auch online. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da auch eintragen und dann werdet ihr aktuell, oder ihr seht es auch hier, aktuelle Live-Termine mitbekommen. Was hat eigentlich deine Mama gesagt, diesen Schritt zu gehen? Meine Mama hat mich sehr unterstützt. Das ist sie schon immer, das ist wirklich unglaublich toll. Bei jedem, ich meine, all diese Abschnitte, die ich hatte in meinem Leben, hat sie immer gesagt, geh mit dem Gefühl. Was fühlst du? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? Dann geh damit. Und die war so an meiner Seite, weil ich war einfach nicht klar in dem Prozess. Ich war unsicher. Ich hatte Angst, weil es eben über das Vertrauen hinausging, was ich noch nicht hatte, weil ich es nicht kenne. Also wie so ein Kontrollverlust. Aber die hat mich da immer ermutigt und ja, die ist ganz toll. Aber auch ganz viele Freunde. Und warte, was steht hier? Dankeschön. Das ist so ein liebes Feedback. Wirklich, ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Mich so gefreut und also da kommt ja so viel Tolles. Ich danke euch von Herzen. Ihr seid wirklich großartig. Dankeschön. Hast du dich damals mit Coleco Jana angefangen von Una zu lösen? Ich würde sagen, dass das auch in Una auch Prozesse waren. Ich meine, jedes Album stand ja auch für sich. Und war auch jedes Mal ein neues Kapitel. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich alles, was ich tue, mit absoluter Hingabe tue und mein ganzes Herz da reingebe. Ich bin ein Mensch, der macht entweder was richtig oder ich fühle es nicht. Und so war es auch da. Ich sehne mich nach Authentizität. Und damit ich das wahrhaftig fühle und mich hingebe. Und so war jeder Song auch und so ist jedes Chapter sozusagen auch ein Prozess gewesen und etwas, wo ich einfach das geliebt und gelebt habe. Ich habe das inhaliert. Ja, das Gefühl, mit Una etwas schützen zu können. Ja, Una war auch ein Name, der,
Ich meine, das ist ja auch entstanden. Das war ein Schutz, ein Künstlername, ein Mensch, der vielleicht kein Mensch ist, ein Mensch, der nicht greifbar ist, der nicht auf Augenhöhe ist. Und das ist eben genau das, was ich mir wünsche. Freunde von mir, die hier saßen zu Hause bei mir und von Una immer in der dritten Person gesprochen haben. Und ich war ärgerlich, war wütend. Warum sprechen die in der dritten Person? Ich bin das. Und die Realität hat mich eingeholt. Und ich habe gemerkt, nein, das ist einfach, das ist ein Musikprojekt. Und du liebst und lebst das. Und es macht mich aus. Aber da ist noch so viel mehr. Und ich glaube, diesem Gefühl wollte ich folgen. Wer bin ich? Wer ist Senta? Für was stehe ich? Welche Werte sind mir wichtig? Was möchte ich meiner Tochter vermitteln? Trage ich die Verantwortung, auf dem Weg eigenständig alles zu machen, mich sozusagen dem zu meinen Ängsten auch zu stellen und Selbstvertrauen und Selbstwert aufzubauen? Ja. Es ist lustig, ich habe hier eine Liste mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt, und auf der anderen Seite ist eine Einkaufsliste. Das ist hier, wie sagt man denn, Work-Life-Balance? Nee, keine Ahnung, wie sagt, privat und alles zusammenbringen. Und morgen veröffentliche ich sozusagen den ersten Teaser vom Video. Ich lese hier nebenbei immer, es ist total schön. Danke, dass ihr so herzlich seid und so menschlich und so offen. Und ich fühle mich richtig sicher gerade. Davor hatte ich, glaube ich, am meisten Angst, weil das was Neues ist. Ich glaube, ich war das letzte Mal live. Ich weiß nicht, wie lange ist das her? Noch nie? Also auf Instagram. Das ist schon echt toll. Kommst du auch ins GZSZ Mauerwerk für ein Konzert? GZSZ? Damit seid ihr gefragt. Möchtet ihr mich einladen? Ich würde mich freuen. Schön. Toll. Schön, was ihr für Erinnerungen mit mir teilt. Das freut mich sehr. Und ich sag euch, das wird auch immer bleiben. Das wird immer bleiben. Erinnerungen sind immer da. Und die sind einfach Gold wert. Dankeschön. Ja, wäre doch mal toll, das auch öfter zu machen. Leute, ich habe mir was überlegt jetzt. Ich mache das jetzt wöchentlich. Und zwar lade ich ab nächste Woche, gehe ich Freitag, sage ich jetzt mal, um 20 Uhr live. Ich überlege mir so eine Headline und dann lade ich jemanden ein und dann gehe ich live und dann sprechen wir über Themen. Das finde ich toll. Das macht mir echt Spaß. Schön, dass ihr so viel wissen wollt. Das ist toll. Deine Musik hat mich so sehr unterstützt und ich freue mich auf deine neue Musik. Dankeschön. Sulaisa, Dankeschön. Du hast mir geholfen, meinem Körper den Kampf abzusagen. Schön, toll. Ich freue mich sehr. Was lese ich hier noch? Eigentlich habe ich alle Fragen hier beantwortet. Gibt es noch Fragen von euch? Oder das Loslassen? Schwarzröschen, was meinst du mit dem Loslassen? Dankeschön. Hast du auch TikTok? Guter Punkt.
gib mir Zeit. Nächste Woche gibt es TikTok. Ich habe eine tolle Freundin, die Britta, die hat mir sozusagen einen Einblick gegeben in die TikTok-Welt. Und ich war erstmal hardcore überfordert. Und dann dachte ich, oh, das macht aber Spaß. Und ich werde mich sozusagen auf dieses Spiel mal einlassen und werde das mal ausprobieren. Ah, Schwarzröschen, als Thema für Freitag, loslassen, guter Punkt, schreibe ich mir gleich mal auf, über das Loslassen. Wenn du dabei bist, dann werde ich das auf jeden Fall ansprechen, das ist gut. Es ist nämlich auch, das ist auch nicht so loslassen, also ich dachte eigentlich auch, dass ich gut loslassen kann, aber ich halte doch echt ganz viel auch fest, vor allem immer die guten Sachen, was ja auch gut ist. Aber was auch dann Angst macht, Veränderungen wirklich anzunehmen. Und ich wünsche mir da flexibler zu sein. Und habe da ein ganz tolles Buch gelesen von David Hawkins, heißt er. Nicht Stephen Hawking, sondern David Hawkins, Loslassen. Fand ich ganz, ganz toll. Cozidius schreibt, TikTok ist scheiße. Ja, komm. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es wird, oder? Oh, da kommen noch andere Sachen zu TikTok. Oh, okay. Hast du überlegt, Kalimba in deine Musik einzubauen? Da bin ich mal gespannt, wenn du dann den neuen Song hörst, ob du vielleicht sowas hörst. Am 6. Mai. Oder morgen schon im Teaser. Findest du denn... Was lese ich hier noch? Ja. Grüße von Chrissy, dankeschön. Ah. Ja, ich habe alle meine Songs selbst geschrieben, aber auch mit Songwritern zusammen, mit denen ich schon immer mal schreiben wollte. Und der erste Song, was immer es ist, ist sozusagen entstanden in einer Hütte. Ich war 3 Tage alleine in einer Hütte und wollte mich sozusagen leer machen. Und habe mich nicht abgelenkt, keine Musik gehört, nicht telefoniert, außer vielleicht mal abends meine Tochter gute Nacht sagen und guten Morgen sagen. Ansonsten habe ich mit keinem gesprochen und bin einfach nur meinem Impulsen sozusagen, habe ich denen gefolgt. Und das war eine Erfahrung und hatte einen Stift und ein Papier noch, die war sehr intensiv. Und ich habe mich am letzten Tag schon fast, also es ist was aufgebrochen, ganz zart gefühlt und habe das Kind in mir gespürt und dachte, boah, was ist das denn krass. Sich dieses Privileg, ich meine, ich hatte das Privileg, mir das zu machen und habe mir versprochen, ich werde das auf jeden Fall kultivieren und nicht mehr so lange warten, mir diese Zeit zu nehmen, nur für mich. Und am 3. Tag sind die ersten Zeilen, habe ich die aufgeschrieben und es war in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, ja, wenn es losgeht, dann ist es der... Das ist der erste Song. Das erklärt es. Und auch die Melodie vom Chorus war gleich in meinem Kopf. Und das war so schön. Dadurch, dass ich mir vorgenommen habe, nichts vorzunehmen, ist das entstanden. Und so ist das immer bei mir in Bezug auf Inspiration oder Kreativität. Natürlich kann man kontinuierlich üben, Handwerk, Klavier üben, sozusagen das immer wieder machen und es erweitert sich sozusagen das Spektrum, aber inspiriert werden, das kann man einfach nicht, das kann ich zumindest nicht abrufen. Private Frage, hast du mal in Wien gelebt? Gibt es Pläne, wieder zurück nach Wien zu kommen? Spannende Frage.
Ich habe mal in Wien gelebt und ich habe sehr gerne in Wien gelebt. Ich fand Wien ganz großartig und liebe das heute noch, wenn ich da bin. Verbinde damit aber auch ganz viel mit Menschen und wäre cool, da mal zurückzukommen, aber eher nur als Besucher. Schön. Meine Musik verändert sich. Sie wird poppiger. Sie wird hoffentlich ja greifbarer, nahbarer. Ich als Mensch, als Künstlerin. Es werden Texte, die toll sind. Oh, ich versuche nicht alles zu erzählen. Und trotzdem sprudelt es aus mir heraus. Ich bin gerade auch so, ich dachte noch am Anfang so, okay, ich gehe live. Okay, ich bin aufgeregt. Okay, es wird bestimmt 15 Minuten dauern. Ich weiß nicht, wie lange. Und jetzt will ich gar nicht aufhören. Es ist so schön mit euch. Ich finde es ganz toll. Oh. Schön. Habt ihr noch ein paar Fragen? Ich verlinke euch auf jeden Fall den Audiokommentar. Und sind die Lieder in deutscher Sprache? Die Lieder sind in deutscher Sprache. Ja. Machst du einen richtigen Cut oder nimmst du einige deiner früheren Songs mit? Also auf jeden Fall live, weil, wie gesagt, hat mich das geprägt. Ich habe es geliebt. Und ich habe viele Songs auch geschrieben und die werde ich mitnehmen, live spielen, vielleicht umarrangieren in Center-Style. Aber sie werden dabei sein. Konzerte sind geplant, aber jetzt konkret kann ich noch nicht darauf hinweisen. Dankeschön, Schwarzröschen. Dankeschön, ihr Lieben. Es war richtig toll. Oh, würdest du mal was mit Schiller machen? Fände ich auch toll. Fände ich richtig gut. Guter Punkt. Kooperation mit anderen Künstlern. Seid gespannt. Würdest du, warte, das wirst du zum Abschied ein Featuring mit Una und Senta machen? Ich glaube, dieser Audiokommentar sozusagen ist das Loslassen dieses Kapitels. Und da geht es mir am meisten darum, ja, euch mitzunehmen und euch abzuholen, weil ihr die Musik von Una schätzt, ihr mich schätzt und ich euch schätze. Was haben wir hier noch? Okay. Dankeschön. Warum in Deutsch? Weil ich die deutsche Sprache liebe. Sie ist so komplex. Und wir haben für eine Sache 15.000 Wörter in Deutsch. Aber die Sprache ist wunderschön. Und ich liebe auch diese Vielfalt in der deutschen Sprache. Sie ist tricky, auch beim Songtexten schreiben. Aber sie ist wunderbar. Schön. Also ihr Lieben, ich freue mich ganz doll. Jetzt beginnt es. Und ich danke euch für eure lieben Worte. Wo tankst du deine Energie? Indem ich mir immer wieder Auszeiten nehme für mich, indem ich Tools kultiviert habe. Also eigene Tools, so Meditationen und so im Alltag kultiviert habe, die mir gut tun. Und indem ich auch einfach Gefühle auch einfach mal halte und forsche. Ich bin ein absoluter Fan von Psychologie. Und Energie hole ich mir auch sehr von meiner Familie.
und heute von euch. Oh, ich stoße jetzt gleich noch an und freue mich so auf alles, was kommt. Ich freue mich mit euch, dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Und ich freue mich, dass ihr hier so wohlwollende Worte findet. Und ich feiere am Samstag meinen Geburtstag, ja, in einem engen Kreis. Und ich danke euch. Ich wünsche euch frohe Ostern und hoffe, dass ihr gesund seid und ansonsten gesund bleibt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Das mit nächste Woche, das steht. Also nächsten Freitag, 20 Uhr. Und dann lasst euch überraschen, worum es geht. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ganz viel Liebe von mir zu euch. Habt einen wunderschönen Abend und danke euch. Tschüss. Sage ich jetzt einfach. Und wie geht man jetzt? Wie geht man jetzt? Wie macht man das aus? Nee, jetzt weiß ich nicht, wie man. Okay, ich suche. Tschüss.